Also erstmal von mir herzlich willkommen, Herr Oelras, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit mir über Assistenzhund und Inklusion zu sprechen. Seit Sehr gerne. 2017 sind Sie dafür ja bei der CDU-CSU-Fraktion da so ein bisschen für zuständig. Und das ist auch für die CDU-CSU-Fraktion ist auch richtig. Richtig, genau. Ja, Ja. okay. Letztes Jahr wurde vom Bundestag die Assistenzhund, ja, das Assistenzhundegesetz ist ja beschlossen worden. Am Ende gab es so ein bisschen Schwierigkeiten, hatte ich das Gefühl, richtige Formulierungen zu finden und von allen Parteien Rückenwind zu bekommen, den durchzukriegen. Es gab auch Oppositionsparteien, die dagegen gestimmt haben. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen oder wissen Sie, was da Argumente waren, gegen dieses Gesetz zu stimmen? Also wir waren uns in der Koalition mit der SPD in der letzten Legislaturperiode einig darüber, dass ein Assistenzhundegesetz oder Regelungen für Zutrittsrechte von Assistenzhunden in öffentlichen und privaten Räumlichkeiten erfolgen müssen. Das haben wir dann auch entsprechend umgesetzt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob da wirklich jemand sich irgendwo gegen geäußert hat. Also ich glaube, von der Grundintention her waren wir uns eigentlich auch fraktionsübergreifend an der Stelle einig. Es hat dann vielleicht aber auch deswegen dann zu Meinungsverschiedenheiten geführt, weil man im Detail dann anderer Auffassung war. Aber ich denke, dass es ein ganz wichtiger Schritt war, gerade die Zutrittsrechte für Assistenzhunde in öffentlichen und privaten Räumlichkeiten zu regeln. Und ich sage auch ganz ehrlich, das war mir persönlich auch ein Anliegen und darf da auch sagen, dass ich auch einer der Treiber war, der das mit vorangebracht hat an der Stelle. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Auch das ist ja, das hat man gemerkt, dass es schon so eine Art schon Druck gab, auch dieses Gesetz schon noch in dieser Legislaturperiode zu beenden. Gab es dafür auch irgendwie, ja, war das jetzt einfach, wir wollen das, weil das auf unserer Agenda steht? Also am Ende, wir waren im Gesetzgebungsprozess ja auch mit beteiligt und am Anfang lief es sehr schleppend. Und zum Ende hin haben wir uns alle gewundert, also wir waren dann so von den Vereinen, die von den AssistenzhundehalterInnen kommen, waren wir schon so, okay, das wird diese Legislaturperiode nichts mehr. Und dann am Ende wurde noch mal der Endspurt gegeben. Wissen Sie, was war da der Auslöser? Also erst läuft es so ganz langsam, so eine ganz langsame Lokomotive und auf einmal haben wir den ICE. Also ich würde jetzt die zeitliche Entwicklung, die würde ich da jetzt nicht überbewerten. Ja. Man muss schon immer zur Kenntnis nehmen, dass man sich zu Beginn einer Legislaturperiode viele Themen vornimmt, die man gerne umsetzen möchte. Und es gibt einfach Themen, die werden früher angepackt und andere, die werden eben später angepackt. Und da muss man auch die ganze Legislaturperiode über diese 4 Jahre sehen. Weil ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis in der Bevölkerung grundsätzlich. Wenn man im Koalitionsvertrag etwas geregelt hat und man sagt, wir wollen dieses Gesetz oder diese Regelung angehen, man hat so viele Dinge geregelt und ein Ministerium hat aufgrund der Manpower, die ja dann auch ein Gesetzgebungsverfahren begleiten muss, haben die auch einfach endliche Ressourcen. Und da ist das dann auch nicht, darf man das auch nicht missverstehen, dass eben das eine Gesetz früher gekommen ist als das andere Gesetz. Ich denke, dass wir insgesamt in der letzten Legislaturperiode, gerade auch mit dem Teilhabestärkungsgesetz und mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die kamen ja, das waren ja die beiden letzten Gesetze, die wir hatten, haben wir nochmal zwei große Projekte auch beenden können. Und man muss dazu auch wissen, das sind ja dann Gesetze, wo auch viele Regelungen drin sind. Man hat diese vielen Regelungen, das alles zu erarbeiten, das dauert eben auch so seine Zeit. Und ich denke zum Beispiel an die
Legislaturperiode 2013, 2017 zurück, als wir das Bundesteilhabegesetz verabschiedet haben. Das war ein Gesetz, da hat der Gesetzgebungsprozess direkt mit Beginn der Legislaturperiode begonnen. Das war ein sehr umfangreicher Prozess, eine große Beteiligung, die da stattgefunden hat. Und wir haben das Gesetz auch im Jahre 2016, Ende 2016, eigentlich dann erst sehr spät in der Legislaturperiode und fast am Ende der Legislaturperiode verabschiedet. Und da muss man einfach wissen, dass Gesetzgebungsprozesse auch seine Zeit dauern, gerade wenn auch eine große Beteiligung dabei sein soll. Und auf der anderen Seite, wenn man, wie es gerade beim Ministerium für Arbeit und Soziales auch der Fall ist, man auch wirklich immer viele Projekte, gerade im sozialen Bereich, in einem Koalitionsvertrag hat. Und das war in den letzten beiden Legislaturperioden immer der Fall. Wäre da nicht eine Idee, einfach auch mal zu sagen, ich fand auch immer, dass der Hubertus Heil als Minister vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, was er ja auch schon war, und ich bin sehr froh, dass er es auch jetzt noch ist, weil dann einfach jetzt der Übergang nicht so ist von, es muss sich immer ganz neu einarbeiten. Aber für mich ist Arbeit ein ganz großer Bereich, ein ganz großer Lebensbereich, und das Soziale ist ein ganz großer Bereich. Und es gibt sehr viele Ministerien für kleinteilige Sachen. Und dann haben wir ein Ministerium, was Arbeit und Soziales machen soll. Vielleicht ist das auch für ein Ministerium zu viel. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich meine, das Ministerium Arbeit und Soziales hat ja nun mal eine lange Geschichte mittlerweile auf Bundesebene, dass beide Bereiche da auch zusammengefasst sind. Und ich meine, es hat ja auch so viele Unterthemen. Ich meine, dann hat man einmal den arbeitsmarktpolitischen Teil, den kompletten sozialpolitischen Teil, auch den Rentenbereich, den hat man auch dabei. Also, ich meine, das Ministerium ist auch entsprechend groß aufgestellt mit Personal. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass es die Größe eines Ministeriums ausmacht, wie schnell Gesetzgebungsverfahren laufen. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Beide Bereiche, denke ich, passen zusammen. Sie haben auch eine gewisse Historie auf Bundesebene. Und in anderen Ländern oder in den Ländernparlamenten hat man ja oft immer noch weitere Bereiche dabei. Stimmt, Wenn ja. wir jetzt hier aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich das Beispiel nennen darf, aus dem ich selber komme, dann ist neben Arbeit und Soziales auch Gesundheit dabei. Da könnte man natürlich dann auch die Frage vielleicht noch eher aufwerfen, die Sie gerade gestellt haben, als auf Bundesebene. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man das noch zwangsläufig trennen müsste. Ja. Eine andere Sache, die gemeinsam mit dem Assistenzhundegesetz ja einherging, war die vom Bundestag beschlossene Zutrittskampagne Assistenzhund Willkommen. Ich weiß nicht, sehen Sie mein Bild auch so eingefroren gerade? Nein, ich sehe Nee, Sie okay, dann sehe sehr ich nur ich beweglich mein und Bild lebhaft. eingefroren. Okay, gut. Vom Bundestag wurde damals mit dem ja, Prozess der Gesetzgebung für Assistenzhunde auch beschlossen, dass man eine Zutrittskampagne ins Leben ruft, um Assistenzhunde bekannter zu machen. Die ist jetzt zu Ende gegangen. Ich finde, dass sie recht erfolgreich auch war, dass sich viel getan hat. Ich bin selber Assistenzhundehalterin und kann von meinen Erfahrungen sagen, dass ich habe jetzt meinen zweiten Assistenzhund und in der Zeit hat sich viel getan. Das kann ich auch schon mal positiv rückmelden. Also das ist da haben sich viele Strukturen stark verbessert. Als Beispiel, ich wollte, das ist jetzt ein Monat ungefähr her, wollte ich eine Tropfsteinhöhle besuchen und man wollte mir den Zutritt verwehren aufgrund meines Assistenzhundes. Und davor waren wir mit der Familie schon öfters an diesem Ort und ich habe mich immer zurückstellen lassen. Ich habe immer gesagt, ja, okay, gut, ich komme nicht mit. Ich möchte hier nichts provozieren. Und diesmal wusste ich, okay, ich kann mich auf Paragraph 12e vom BGG berufen und habe die Polizei angerufen,
zwei total nette Polizisten kamen und haben die Situation geklärt und ich konnte reingehen. Es gab wie erwartet keine Probleme. Der Hund hat die Sorge war, jetzt klingelt es natürlich. Die Sorge war in diesem Fall, dass der Hund irgendwo in die Tropfsteinhöhle machen könne. Haben sie auch, das hat der Hund natürlich nicht gemacht als Assistenzhund. Aber da habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt, wenn ich jetzt ein Problem habe, kann ich jemanden anrufen und weiß, mir wird geholfen. Als Gegenbeispiel, bevor das Gesetz beschlossen worden ist, wollte ich in Köln in ein Kino gehen. Da hat dann auch der WDR darüber berichtet. Ich durfte nicht reingehen, habe die Polizei angerufen und man sagte mir, sie können nichts machen. Also das jetzt so, was sich für mich mit dem Gesetz verbessert hat, so als positive Rückmeldung. Kritisch sehe ich so ein bisschen, dass die Kampagne zu Ende gegangen ist und 2 Jahre Corona da waren und die Kampagne jetzt nicht verlängert worden ist. Ja, was braucht es, um Assistenzhunde weiterhin auch politisch bekannter zu machen und auch in den Debatten, dass die mehr dort einfließen? Assistenzhunde waren jetzt in dem Gesetz, da gab es Assistenzhunde, aber in den politischen Debatten, wir schauen hier im Büro auch gerne mal den Bundestag, wenn es gerade um soziale und gesundheitspolitische Themen geht, zu und Assistenzhunde kommen da nicht vor. Wie kann man das vielleicht auch mal so machen, dass der Assistenzhund auch in politischen Debatten und auch in Barrierefreiheitsdebatten ein bisschen mehr Raum bekommt? Also das Beispiel der Assistenzhunde ist für mich immer ein sehr gerne genommenes Beispiel, muss ich sagen, wenn ich irgendwo bin und Gespräche führe, um gerade Menschen auch, sage ich mal, für den Bereich der Teilhabe und für die Belange von Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren. Weil der Punkt ist ja der, gerade bei den Assistenzhunden hat man es ja auch oft mit Beeinträchtigungen zu tun, die nicht sofort offensichtlich sind und auch nicht bekannt sind. Ich muss sagen, ich Genau. habe mich mit der Thematik der Assistenzhunde sehr intensiv beschäftigt. Und ich muss, also mit zunehmender Erkenntnis war ich eigentlich immer mehr begeistert davon, was die Hunde alles können. Also den Bereich zu haben, Assistenzhunde bei Autisten zum Beispiel oder Assistenzhunde bei Epileptikern. Das sind jetzt nur zwei krasse Beispiele. Und die Beispiele habe ich auch bei mir hier im Wahlkreis. Ich habe da Personen kennengelernt, die da in Begleitung eines Assistenzhundes waren. Ich weiß noch gut, ich Schön. habe mal eine Veranstaltung besucht. Das war eine Veranstaltung auf einem Dorf in der Bürgerhalle. Das hatte mit Assistenzhunden überhaupt nichts zu tun, aber da war eben eine Person, ein Gast, die in Begleitung eines Assistenzhundes war. Und das war auch noch 2, 3 Wochen, nachdem wir das Gesetz verabschiedet hatten. Ach toll, ja. Das war natürlich super und mit der Frau habe ich mich wirklich sehr lange unterhalten an dem Abend, bestimmt mehr als eine Stunde, weil ich das einfach so spannend fand. Als sie mir erzählte, wie eben ein Epileptiker durch einen Assistenzhund unterstützt wird. Viele Leute kennen den Assistenzhund als Blindenführhund oder die kennen den Blindenführhund. Dass das auch ein Assistenzhund ist, wissen dann vielleicht, ja gut, kann man sich vielleicht erschließen, wissen aber die wenigsten, der ist natürlich auch optisch sofort erkennbar. Das ist jetzt bei Autisten und bei Epileptikern, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Diabetiker gibt es das ja auch, ist das einfach nicht so schnell erkennbar. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, an dem ich denke, da sind alle Seiten gefragt. Nicht nur die Politik. Wir haben natürlich von der politischen Seite aus mit der Kampagne das Ziel gehabt, Geld zur Verfügung zu stellen, damit man diese Kampagne erstmal ins Leben rufen kann, damit man Assistenzhunde auch bekannter machen kann, damit man auch weiß, was ist da eigentlich geregelt worden und welche Rechte haben Assistenzhunde, aber auch welche Pflichten haben die Halter von Genau. Assistenzhunden.
damit man eben nicht nur meint, naja, Assistenzhunde, das ist was, das ist mal irgendwo bescheinigt worden. Und man kann sich auf die Qualifikationen und die Qualität des Hundes nicht verlassen, sondern eben auch klar zu machen, da muss eben auch eine bestimmte Ausbildung hinterstehen und da muss eine Prüfung hinterstehen. Also man wird nicht so ohne weiteres Assistenzhund. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig für den Adressaten, zum Beispiel den Geschäftsinhaber, der dann eben auch den Kunden mit Assistenzhund in sein Ladenlokal lassen muss oder die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt hatten mit der Tropfsteinhöhle oder auch mit dem Kino. Wir werden aber auch noch viel Arbeit haben, das weiter bekannt zu machen, weil dafür wahrscheinlich die Kampagne auf der einen Seite zu kurz war, aber auch natürlich die Frage, es kann eine Kampagne auch wirklich jeden erreichen. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich wichtig, dass auch die Assistenzhundehalter offensiv mit dem Thema umgehen und öffentlich auch damit umgehen. Ich habe das bei mir im Wahlkreis erlebt, dass eben gerade auch die beiden Personen, die ich jetzt kenne, auch selber sich mal an die Presse gewandt haben und dass da auch dankenswerterweise auch aufgenommen worden ist. Erstens dankenswerterweise, dass die Presse das aufgenommen hat, aber sie hat es auch dankend aufgenommen, weil sie das auch als ein sehr spannendes Thema identifiziert haben. Und dadurch hat es natürlich dann auch in den lokalen Zeitungen hier große Berichterstattungen darüber gegeben, um darüber aufzuklären. Das sind auch Möglichkeiten, die gefahren werden können. Und ich sage auch mal, gerade die Halter von Assistenzhunden müssen natürlich auch bereit sein, darüber zu berichten. Das ist ja auch hochsensibel. Also mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sagten auch, naja, also ich bin jetzt mit meiner Beeinträchtigung, mit meiner Behinderung, die ich habe, gehe ich jetzt nicht hausieren, wenn man sie vielleicht auch nicht sofort optisch erkennt. Und da habe ich natürlich auch auf der einen Seite großes Verständnis für, weil das ja eine höchstpersönliche Fragestellung letztlich ist. Aber wenn die Halter von Assistenzhunden die Akzeptanz auch in der Gesellschaft haben wollen, denke ich, dass sich die Assistenzhundehalter da auch öffnen müssen, einfach darüber zu berichten. Und ich glaube auch nicht mit der Sorge ranzugehen, oh, uns kennt keiner, sondern vielleicht eher mit der Intention ranzugehen, uns kennt vielleicht keiner, deswegen klären wir mal auf, was das eigentlich ist und was so ein Hund auch leisten kann. Und ich glaube, wenn Sie dann Ihre persönliche Geschichte erzählen und die beiden Geschichten der Autisten und der Epileptikerin, die erzähle ich sehr gerne, weil das einfach Bereiche sind, wo man keinen Assistenzhund vermutet. Aber wenn man dann mal erläutert, was da für Geschichten und für Vorfälle hinterstecken und wie der Hund da helfen kann, dann sind nachher alle schwer beeindruckt davon. Und deswegen werden wir über diese Kampagne hinaus Folgendes machen müssen. Und zwar, wir müssen weiter aufklären. Wenn es als erforderlich angesehen wird, dass man nochmal eine Kampagne macht, wäre ich gerne dabei, das auch nochmal in Form einer zweiten Kampagne zu unterstützen. Aber ich denke auch alle Beteiligten, und da gehören Sie als Assistenzhundehalter dazu, alle Verbände, sollen da ruhig in die Offensive gehen, weil das, finde ich, ein tolles Thema ist, mit dem man auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Und wenn Sie vielleicht auch in Ihrem Verband Teilnehmer aufrufen, auch mal an die lokalen Medien zu gehen, dann wäre das auch ein Punkt, den man da weiter voranbringen kann, um Assistenzhunde bekannter zu machen. Ich darf Ihnen vielleicht abschließend vielleicht noch eine Initiative nahebringen und daran erkennen Sie vielleicht auch, mit welchem Herzblut ich bei diesem Thema bin. Ich bin nämlich gerade dabei, eine bundesweite Kampagne zu fahren, in dem Assistenzhunde von der Hundesteuer befreit werden. Ganz richtig, ja.
Das ist nicht ganz so einfach, weil das eine kommunale Frage ist. Genau, ja. Und ich kenne nun mal nicht alle Bürgermeister persönlich in ganz Deutschland. Ja. Das geht ja in die weiten Hunderterzahlen rein. Und deswegen habe ich jetzt eine bestimmte Strategie entwickelt, wie ich da vorgehe. Und ich kann eben für meinen Wahlkreis schon mal sagen, dass ich dort alle Kommunen angeschrieben habe, persönlich angeschrieben habe. Die Bürgermeister kenne ich natürlich auch alle und habe darum geworben, dass eben auch seitens unserer Fraktion, unserer Ratsfraktion, dann seitens der CDU da die entsprechenden Anträge eingebracht werden. Und das Interessante war, ich habe die nicht nur alle angeschrieben, sondern ich habe dann noch hinterher telefoniert und habe dann auch noch mal persönlich erklärt, welche Eigenschaften die Hunde letztlich haben. Und da muss ich sagen, ich stieß auf sehr viel Zustimmung, auf sehr viel Zustimmung. Und ich denke, dass solche Aktionen auch dazu beitragen, dieses Thema bekannter zu machen. Und jetzt, nachdem ich das auf meinen Wahlkreis bezogen erledigt hatte, bin ich jetzt gerade dabei, das bundesweit zu streuen, das Thema. Formulierungsvorschläge und Formulierungshilfen an die Hand zu geben, damit das möglichst passgenau für die Kommunen gemacht ist, damit man die einfach nur noch von der Idee überzeugen muss, die sich aber selber dann keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie müssen wir es formulieren. Und das ist gerade so meine ganz, sage ich mal, persönliche Kampagne als Teilhabebeauftragter unserer Fraktion, aber auch als jemand, der mit Herzblut bei dieser Thematik Assistenzhunde ist. Ja, ich gebe Ihnen gerne die Rückmeldung von der Stadt Köln. Der Stadtrat hat dafür gestimmt, dass hier in Köln ist es so, dass Assistenzhunde nur dann befreit werden, wenn man einen Grad der Behinderung von 100 hat. Und alles, was darunter ist, wird nicht befreit. Und Sie werden das wissen, Diabetikerinnen, manche Autistinnen, Epileptikerinnen haben keinen Grad der Behinderung von 100. Sind dann davon ausgeschlossen. Der Stadtrat hat dem zugestimmt und der Finanzrat hat dann gesagt, nein, wir legen ein Veto ein. Daran ist es in der Stadt Köln gescheitert. So als Beispiel, woran es dann tatsächlich scheitern kann, es kann eine tolle Idee sein und letztendlich scheitert es dann wirklich an irgendwelchen finanziellen Aspekten, die ich mir nicht erklären kann. Da es ja jetzt nicht Millionen von Assistenzhunden gibt, kann ich mir das nicht erklären, aber das sind Punkte, woran es scheitern kann. Das muss ich sagen, das ist natürlich wirklich bedauerlich und das finde ich auch echt schade, vor allen Dingen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Der finanzielle Aspekt ist in meinen Augen da auch überschaubar. Aber das zeigt natürlich auch wieder, soll ich das sagen, welche Intention man im Ergebnis dann oder nicht welche Intention, welche Intensität man auch in diese Thematik reinlegen muss. Und ich würde da auch sehr raten, an der Stelle vielleicht auch nochmal den Aufschlag zu versuchen. Da ich in Köln selber studiert habe und auch ein paar Leute in Köln kenne, würde ich Ihnen da sogar auch gerne noch weiter behilflich sein, um das da vielleicht auch nochmal reinzubringen. Also ich halte es eben für sinnvoll und sowas ist eben auch ein Aspekt der Teilhabe. Ich meine, man kann ja auch mal ein bisschen kreativ sein. Man könnte ja auch sagen, wenn eine Kommune, und da muss man natürlich auch irgendwo Verständnis für haben, wenn die sagen, naja gut, der finanzielle Bereich. Ich weiß immer, wie das ist. Es kommen immer viele Leute, die sagen, ja, wir wollen gerne dies und das haben. Das sind zwar kleine Beträge, aber in der Summe ist das natürlich dann ein großer Betrag. Deswegen habe ich da auch zumindest ein gewisses Verständnis für die Finanzer dann in diesem Bereich, aber man darf ja mal kreativ überlegen, ob man dann eben sagt, naja, wenn wir das immer an dem Grad der Behinderung von 100 festgemacht haben und es ist jetzt eben ein GdB von, weiß ich nicht, 50 oder 60 für diese Beeinträchtigung festgeschrieben worden, kann man ja auch mal überlegen, ob man die Hundesteuer nicht irgendwie quotiert,
indem man eben nicht 100% bezahlt, sondern eben einen Anteil nur bezahlt und so eine Erleichterung bekommt. Fände ich schwierig, wenn wir sagen, Assistenzhunde sind Assistenzhunde, gehören befreit, und das ist, finde ich, ich zahle für den Rollstuhl ja auch keine Steuer. Und Ja, von klar. daher finde ich das sehr schwierig, auch dann zu sagen, dass bei manchen Erkrankungen, also dass man die Steuer abhängig macht von irgendwelchen Grad der Behinderungen, die aus meiner Erfahrung auch immer sehr damit zu tun haben, wie stark die Menschen auch manchmal ja, wie drücke ich das freundlich aus? Mir kam es bei mir selber manchmal so vor, als wenn ich auf dem Basar bin, dass so ein bisschen, man muss selber dafür kämpfen, dass der Grad der Behinderung anerkannt wird. Ich als Epileptikerin kämpfe vom Sozialgericht dafür, das werden viele nicht tun, für mehr Anerkennung im Grad der Behinderung. Das machen sehr viele nicht, und deswegen finde ich dieses Thema schwer, weil es auch stark aus meiner Erfahrung, das mag in anderen Städten, Kommunen anders sein, aber es kommt auch stark auf die Sachbearbeiter in den zuständigen Stellen an. Ja, die Erfahrung mache ich leider Gottes auch immer wieder von den bezogen auf den Fällen, die mir dann auf den Schreibtisch kommen, also von Betroffenen, die sich dann auch direkt an mich gewendet haben. Und ja, die Entscheidung liegt natürlich immer letztlich auch bei den Genehmigungsbehörden. Dann ist man natürlich irgendwann als Bundesgesetzgeber natürlich dann auch raus aus dieser Sache. Mehr als das Gesetz machen können wir nicht. Und das Handhaben beziehungsweise das Leben eines Gesetzes, das hängt dann eben auch von den Personen ab, die letztlich da auch die Entscheidungen treffen müssen. Aber auch da muss ich sagen, wenn Sie mir Ihren Fall da jetzt auch schildern und ich den jetzt mal neben allen anderen Fällen lege, die mir so auf den Schreibtisch kommen, stelle ich immer eins wieder fest. Die Sensibilität für dieses Thema, was Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit Behinderung eben benötigen, die ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und ich mache das auch nicht unbedingt jemandem zum Vorwurf an der Stelle, aber wenn man natürlich in einer solchen Funktion, in einer solchen Stelle ist, wo man entsprechende Entscheidungen treffen muss, erwarte ich allerdings schon, dass man sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt, dass das eben nicht nur eine Entscheidung nach Aktenlage ist, sondern eben auch man sich mal mit den Beeinträchtigungen auseinandersetzt. Und das finde ich dann immer etwas schade, muss ich sagen. Und da gibt es jetzt die dollsten Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, aber das würde das Interview jetzt auch, glaube ich, etwas sprengen. Aber ja, wir müssen da am Ball bleiben, stetig für das Thema zu sensibilisieren, in allen Bereichen. Und ich weiß, dass das mühselig ist, weil Sie gerade auch davon gesprochen haben, natürlich Gerichtsverfahren zu fechten oder vielleicht auch ein Verwaltungsverfahren mit einem Widerspruchsverfahren. Die allermeisten, die machen es vielleicht gar nicht, weil die einen vielleicht resignieren sofort und sagen, Mensch, schon wieder keinen Erfolg gehabt und dann lasse ich es eben sein. Und man bringt dann nicht die Kraft auf, das zu machen. Manch andere können es vielleicht auch gar nicht. Von sich aus, das eben dann voranzutreiben, ja, dann kann man sich natürlich auch immer anwaltlichen Beistand holen. Ich sage Ihnen nur, Ja, ich wenn man will nur das Geld sagen, dafür hat, kann man das. das ist natürlich noch der nächste Punkt, ja, das ist der nächste Punkt, wobei natürlich dann bei den sozialgerichtlichen Verfahren gibt es ja auch Prozesskostenhilfe, aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, und daran merkt man auch, wie ja, in welcher schwierigen Situation viele Menschen da an der Stelle auch sind. Ich habe einen Fall gehabt, da haben sich die Eltern, die sich um ihren Sohn kümmern,
der eben auch ein Handicap hat. Und ja, da gab es eben sozialrechtliche Fragen, die geklärt werden mussten. Es ging darum, auch die Beschäftigung in der Werkstatt für behinderte Menschen mit entsprechender Betreuung. Und ich muss sagen, ein Verfahren, was ich im Ergebnis echt unsäglich finde, wie das gelaufen ist. Aber der Vater, dem ich dann telefoniert habe, der schilderte mir nachher mal die Situation so. Er sagte: Herr Oellers, meine Frau und ich, wir sind jetzt beide Juristen und beide auch Richter. Und er sagte, wir können natürlich jetzt mit so einer Situation irgendwo umgehen, weil es auch unser tägliches Geschäft ist. Und wir wissen auch, wie man das machen muss, dass man auch einen langen Atem haben muss und so weiter. Das wissen wir alles. Aber sagt er, ich projiziere das jetzt mal runter auf Familien, wo die Eltern eben nicht so einen juristischen Background haben oder den entsprechenden Bildungsbackground haben. Und die gehen den Weg vielleicht erst gar nicht. Und das finde ich eben so schade. Und daran verzweifeln natürlich dann auch viele Menschen, auch viele Eltern und Betreuer dann in dem Bereich und nehmen dadurch vielleicht gar nicht erst ihre Rechte wahr, weil der Weg zu beschwerlich ist. Und das ist mir immer so ein Punkt, muss ich sagen, da zerreißt es mir ehrlich gesagt auch das Herz, das sage ich ehrlich so, wie es ist, weil das darf es nicht sein. Und da müssen natürlich dann auch die entsprechenden Behörden auch etwas konstruktiv mitarbeiten in meinen Augen und zumindest den betroffenen Personen auch so das Gefühl geben, dass man ihre Situation auch versteht. Ja, ganz wichtig. Das Land NRW, da bin ich mit der Behindertenbeauftragten und dem Gesundheitsminister, aber vor allem halt der Behindertenbeauftragten, der Frau Middendorf dabei, dass das Land sich als assistenzunfreundlich erklärt. Da sind wir auch schon sehr weit. Die Zutrittskampagne, die wir gemeinsam mit den Pfotenpiloten in enger Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen vor allem hier vorantreiben, geht weiter. Also wir sind dabei, die ja, seitens der Assistenz von der NRW, aber vor allem auch der Verein Pfotenpiloten e.V. ist dabei mit Spendengeldern und Stiftungsgeldern diese Kampagne fortzusetzen. Etwas, was ich eigentlich schade finde, dass es nicht weiter also staatlich gefördert wird, aber das ist jetzt, soll jetzt nicht das Thema sein. Das Thema, was ein bisschen aufgekommen ist, in Nordrhein-Westfalen sind wir sehr weit. Wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, in den Süden, in die südlichen Bundesländer, Städte, Kommunen, dann stößt man gegen viel Widerstand. Und gegen den Widerstand stößt man vor allem bei CSU-Politikerinnen. Können Sie sich das erklären? Nee, kann ich mir nicht erklären. Da hätte ich auch gerne mal, vielleicht auch außerhalb des Interviews, da gerne mal konkrete Hinweise, damit ich Ja. dementsprechend mal nachgehen kann. Weil Bundesland Bayern. ich jetzt auch gerade durch die eben angesprochene Initiative Hundesteuer und Assistenzhunde natürlich auch über alle Abgeordneten meiner Fraktion gegangen bin, um da entsprechend darüber auch die Kommunen zu erreichen. Also die haben von mir alle fertige Texte und Textvorschläge und auch Gesetzesmaterialien bekommen, die die eigentlich nur weiterleiten müssen. Also deswegen würde mich da und vielleicht wirklich mal konkret interessieren, wer das da ist, weil auf die Person würde ich da auch gezielt zugehen an der Stelle. Deswegen kann ich mir das jetzt eigentlich nicht erklären, weil dieses Gesetz, ich sage es auch so, wie es ist, in der letzten Legislaturperiode von unserer Fraktion aus auch einstimmig unterstützt worden ist. Also von daher ist das mir jetzt ehrlich gesagt nicht erklärlich und würde dem aber gerne mal in den konkreten Fällen auch nachgehen. Also lassen Sie mir da gerne mal die Namen zukommen. Die SPD
in Vertretung von Frau Brandt, die da die Selbstaktivgruppe bei der SPD mitleitet, hat mir im Interview mitgeteilt, aus ihrer Erfahrung in Bayern, im Saarland, aber vor allem in Bayern scheitere es häufig am veralteten Denken einer, ja auch gerade in den kleineren Kommunen, negativen Einstellung gegenüber dem Thema Behinderung, dem fehlenden Willen, Strukturen für mehr Barrierefreiheit auf den Weg zu bringen. Ist es vielleicht ein Punkt? Kann man daran vielleicht was das irgendwie festmachen, dass wir in Nordrhein-Westfalen vielleicht tatsächlich in einer Form nicht mehr so konservativ sind wie jetzt südlicher gelegenere Städte, Kommunen? Also es gibt halt dieser Unterschied, wer sich an dieser Zutrittskampagne beteiligt, der ist schon gravierend. Das ist schon so, dass man sagen kann, da ist eine sehr große Diskrepanz an, ich komme vom Norden und gehe in den Süden, und da ist deutlich schon eine sehr deutliche Diskrepanz zu sehen, dass je weiter ich in den Süden gehe, dass es da weniger Städte, Kommunen gibt, die sich aktiv auch an dieser Zutrittskampagne, die auch ausgedehnt wurde auf Städte und Kommunen, beteiligen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was jetzt nur in einem kleinen Kreis ist, sondern das muss ja irgendwas mit den Strukturen dort zu tun haben. Also das ist für mich jetzt schwer zu beurteilen. Das sage ich ganz ehrlich. Das würde ich mir auch gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also dass man jetzt die Behauptung aufstellt, je konservativer es ist, desto weniger wäre man jetzt für Barrierefreiheit. Also das unterschreibe ich so nicht und dem würde ich auch wirklich sehr deutlich widersprechen, weil ich jetzt zumindest in NRW sehe, dass wir ja mit einer CDU-geführten Landesregierung und einem Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auch jemanden haben, der seitens von der CDU kommt. Und ich sehe uns jetzt, also ich sehe uns jetzt nicht wenig konservativ an der Stelle, also auch was meine persönliche Einstellung betrifft, aber ich sehe es eigentlich eher in einem Zusammenhang, wenn man gerade von unserer Partei aus, das ja immer getragen, ziemlich stark getragen ist von dem christlichen Menschenbild, was wir haben, da gehört eben auch zu, sich um den Nächsten zu kümmern, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Und deswegen darf das da an der Stelle überhaupt keinen Unterschied machen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, interessieren mich da immer schon sehr stark die Einzelfälle, weil sie jetzt gerade auch mit, Sie haben ja jetzt drei Bundesländer konkret genannt, also einmal Nordrhein-Westfalen, die da als Vorreiter unterwegs Genau, sind. als Vorreiter und da Und halt CDU geführt. Und da stellt sich mir die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen CDU und CSU in diesem Bereich? Gibt es einen Unterschied, dass CDU sagt, mehr sagt, wir fördern Inklusion? Mit der Frau Vesper in Wuppertal, die auch im Büro von einem CDU-Politiker im Landtag mitarbeitet, haben wir sehr große Unterstützung erfahren, und für NRW können wir das nicht bestätigen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in den südlicheren Bundesländern, dass es da irgendwelche Barrieren zu geben scheint, die wir für uns noch nicht so ganz richtig identifizieren konnten, woran es da scheitert, und vielleicht, dass wir auch da mit einem anderen Ansatz an die Sachen rangehen müssen. Das kann ja auch sein. Also mein Standardsatz ist immer, Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen. Und das heißt, das ist auch eine entsprechende Einstellungssache, mit der man eben unterwegs ist und wie man meint, politisch mal tätig zu sein oder wie man eben auch
Da waren wir jetzt eben bei den ausführenden Behörden, wie man eben auch Gesetze umsetzt. Und deswegen halte ich einfach die Sensibilisierung stets für enorm wichtig. Ich weiß, dass die Claudia Middendorf, ich kenne die persönlich wirklich sehr gut, die ist natürlich da auch als Behindertenbeauftragte des Landes NRW auch intensiv unterwegs. Und ich will der CSU jetzt nicht unterstellen, dass sie da weniger intensiv unterwegs ist, weil ich auch weiß, dass die CSU-Kollegen durchaus auch sehr sozial eingestellt sind. Also deswegen sage ich ganz ehrlich, wundert mich diese Aussage und diese Feststellung. Und ich würde aber gerne auch nachgehen. Da bitte ich dann aber dann auch um konkrete Hinweise, wo ich mich dann hinwenden soll, Schicke ich Ihnen weil auf jeden im Fall zum Ergebnis, Nachdenken. weil im Ergebnis muss man sagen, bleiben wir bei dem Beispiel Assistenzhunde. Es ist noch relativ frisch, würde ich jetzt mal sagen, das Thema, dass das auch durch das Gesetzgebungsverfahren noch eine, also ich sage auch mal, einen Einfluss ins Gesetz gefunden hat. Und das müssen wir eben bekannter machen. Und ich glaube, das hängt auch sehr mit den handelnden Personen zusammen oder auch mit den betroffenen Personen, wie weit die auch bereit sind, sage ich mal, diesen Weg auch mitzugehen. Weil ich glaube, diejenigen, die es am authentischsten vermitteln können, sind eben die Betroffenen selber. Ich sage allerdings auch dazu, auf der anderen Seite des Gesprächstisches muss dann bei den Personen aber auch eine gewisse Offenheit auch da sein, sich des Themas einmal anzunehmen. Also wie gesagt, ich gehe dem sehr gerne konkret nach. Ich habe jetzt auch keinen Vergleich zu anderen Bundesländern, dass das im Norden zum Beispiel besser wäre als im Süden oder im Westen besser wäre als im Osten. Aber gerade eben diese Thematik Assistenzhundesteuer habe ich eben auch nochmal zum Anlass genommen, das auch nochmal bekannter bei meinen Abgeordnetenkollegen zu machen, damit die das dann wiederum in ihre Kommunen reintragen können. Und damals, als das Gesetz erlassen worden ist, habe ich da auch explizit in einem Schreiben darauf hingewiesen und erläutert, was wir da eigentlich genau gemacht haben, mit der Bitte darum, das eben auch weiterzutragen in die Gesellschaft. Und da kann es durchaus sein, dass wir in einem oder anderen Bundesland vielleicht etwas mehr Zeit brauchen, und vielleicht mehr sensibilisieren müssen. Aber man sollte sich da auf jeden Fall nicht zurückschrecken lassen. Also wie gesagt, lassen Sie mir gerne die konkreten Fälle zukommen, damit ich da dann ansetzen kann. Wir können auch immer gerne die Werbeglocke für die Zutrittskampagne für die Städte und Kommunen läuten lassen. Die Kampagne geht weiter und das Ziel ist wirklich, dass nachher bundesweit jede Stadt, jede Kommune Teil dieser Kampagne ist und die Leute sehen, Assistenzhunde sind hier willkommen, wie die Kampagne es auch schon gesagt hat. Während des Gesetzgebungsprozesses es gibt verschiedene Lobbyinteressen. Wir haben die Lobbyinteressen gehabt, jetzt um den Schwenker wieder auf was ganz anderes zu bringen, mit einer so tollen Überleitung. Da gibt es ja dann schon auch Lobbyverbände, die ich jetzt für mich noch nicht ausmachen konnte. Vielleicht können Sie mir da helfen, die jetzt sagen, Assistenzhunde wären zu teuer oder warum Krankenkassen sich dagegen sträuben, die zu finanzieren. Total gut nachvollziehen kann ich, dass zum jetzigen Zeitpunkt Krankenkassen sagen, wir haben keine Qualitätsstandards, es gibt keine einheitliche Prüfung. Woher sollen wir wissen, dass dieser Assistenzhund wirklich gut und zuverlässig arbeitet? Das kann ich nachvollziehen. Für mich stellt sich die Frage, es gibt auch keine einheitliche Prüfung bei Blindenführhunden. Es gibt Punkte, die muss ein Blindenführhund erfüllen. Aber eine wirklich einheitliche staatliche Prüfstelle gibt es ja auch dort nicht. Das heißt, bei einem Assistenzhund gibt es ja auch jetzt schon auf europäischer Ebene Standards von der ADE oder international der ADI. Das sind Assistenzhunde, Vereinigungen, die maßgeblich auch schon
Kriterien aufgestellt haben. Da hat sich für mich die Frage gestellt, warum haben wir das nicht ins Gesetz mit aufgenommen? Warum die Finanzierung wurde sehr ausgeklammert? Und da würde mich interessieren, welche Lobbyverbände das denn waren, die dafür gesorgt haben, dass die Finanzierung nicht mit drin ist. Bei allen Gesetzgebungsverfahren, die wir immer haben, gibt es immer sehr viele gute Ideen. Das meine ich jetzt nicht nur auf den Bereich Arbeit und Soziales bezogen, sondern auch auf andere Bereiche. Und man wird sich eigentlich in den Themen auch recht schnell einig, würde ich jetzt mal sagen. Oder wenn man sich eben nicht einig wird, hat man grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Aber wenn man jetzt eine Einigkeit hat in der Sache selber, ist immer die Frage der Finanzierung eben dann wieder etwas, was das natürlich komplett ja, ins Stocken bringt. Die Frage der Finanzierung konnten wir im letzten Gesetzgebungsverfahren nicht klären. Das war auch ein großer Kritikpunkt, das verstehe ich auch. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir eine Finanzierung hätten hinbekommen können. Ich glaube aber, dass manchmal vielleicht auch weil die Assistenzhunde ja etwas Neues waren, auch für den Gesetzgeber, muss man jetzt sagen. Für den Betroffenen selber noch nicht, weil es die ja schon länger gibt im Ergebnis. Also ich kenne zumindest Leute, die auch schon vor dem Gesetz selber einen Assistenzhund hatten, weil die festgestellt haben, dass der das Leben einfach um ein Vielfaches erleichtert. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wer finanziert es? Dann haben wir zwei große Bereiche oder finanzielle Töpfe, die dann gegenüberstehen. Dann kann man auf der einen Seite sagen, naja, also das Gesundheitssystem soll das dann bezahlen, also müsste das Gesundheitsministerium übernehmen. Es gibt die andere Auffassung, die dann sagt, naja, Moment mal, das ist jetzt also auch keine rein gesundheitsrechtliche Fragestellung, das ist eine gesellschaftliche Fragestellung. Also soll es eben nicht durch die Beitragszahler zur gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden, also über das Gesundheitssystem, sondern über den allgemeinen Steuerzahler, das heißt eben dann das Ministerium für Arbeit und Soziales. Und da ist man natürlich dann, sage ich mal, unter den Ministerien ist man sich da auch nicht einig, wer da denn jetzt eigentlich die Kosten übernehmen soll. Ich hätte mir gewünscht, man hätte die Kostenfrage geklärt. Mein Vorschlag wäre auch gewesen, es über den allgemeinen Steuerzahler zu machen und weniger über das Gesundheitssystem, weil ich es einfach als eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung ansehe an der Stelle, weil es auch um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben zu tun hat. Ich weiß, es gibt auch eine andere Argumentation, die Richtung Gesundheitssystem geht. Das wird ein Knoten sein, den man nochmal durchschlagen muss. Man muss natürlich auch, weil man da am Beginn eigentlich der ganzen Thematik ist, vielleicht auch so eine gewisse Entwicklung der Sache auch zugestehen. Aber nichtsdestotrotz sage ich Ihnen schon ganz offen, dass natürlich die Frage einer finanziellen Unterstützung, wenn man weiß, dass eben ein Assistenzhund schon so zwischen 20.000 und 25.000 Euro kosten kann, dass man dann schon zur Kenntnis nehmen muss, dass das von den Betroffenen selber oft sehr schwierig zu handeln ist. Und wenn sie Naja, jetzt wir eben schaffen ja sagen, auch eine dazu selber, Zweiklassengesellschaft damit, ne? Wir schaffen damit ja die ja, genau. Gesellschaft derer, die Ja, klar. sich's leisten können, derer, die sich's Ja. wiederum nicht leisten können. Ja. Und mit dem Gesetz, und das finde ich, das muss Politikerinnen klar sein, werden die Kosten für Assistenzhunde, die sind schon jetzt gestiegen und die werden auch weiter steigen, weil die Qualitätsstandards natürlich weiter nach oben gehen, ist die Qualifikation von AusbilderInnen und Ausbildungsstätten steigt. Und die Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die ein Handicap haben,
sind, wie wir eben hatten, mit dem Grad der Behinderung am Kämpfen, mit der Eingliederungshilfe. Ich kann nicht Ja. ganz verstehen, warum auch Sie da dieses Argument haben, dass das die Gesamtgesellschaft bezahlen solle, die Art des Assistenzhundes, des blinden Vierhundes. Zahlt, ist im gesetzlichen Katalog der Krankenkassen Das und sind gilt bei den als Kassen, genau. Ja. unmittelbarer Benachteiligungsausgleich. Ich bringe da gerne das Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung ein. Während eines dissoziativen Zustandes sind Teile im Gehirn nicht ansteuerbar. Das heißt, eine Sinnesfunktion, eine Körperfunktion ist nicht verfügbar. Im Sinne des Behinderten, also des Begriffes, wäre das für mich genauso wie der Blindenführhund ein unmittelbarer Benachteiligungsausgleich. Weil genauso wie das Sehen sind natürlich auch kognitive Funktionen, sind für mich genauso wie das Sehen eine Körperfunktion. Und nur weil es jetzt auf der psychosomatischen Ebene ist und da vielleicht noch mehr Berührungspunkte sind, finde ich es schwierig, da zu sagen, nee, das muss die Gesamtgesellschaft machen. Damit schaffen wir doch wieder eine Differenzierung von Blindenführhund und Assistenzhunden. Nee, da muss ich widersprechen. Ja. Das ist auch nicht, da bitte ich meinen Ansatz jetzt auch nicht so zu verstehen, da eine Art Zweiklassengesellschaft draus zu machen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in meinen Augen sollte auch der Blindenführhund eigentlich eher von der gesamten Gesellschaft getragen werden, als nur von den Zahlern, die in die gesetzliche Krankenkasse einbezahlen. Weil Sie müssen wissen, in die gesetzliche Krankenkasse zahlt nicht jeder ein. Und im Ergebnis gibt man eine solche Thematik oder ein solches Finanzierungsaufkommen, gibt man im Ergebnis in eine spezielle Gruppe rein, und zwar in die Gruppe der gesetzlich Krankenversicherten. Das heißt, alle, die privat krankenversichert sind, die zahlen da gar, also die beteiligen sich zumindest nicht daran. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde man kann es jetzt so argumentieren, wie Sie es gerade gesagt haben, dass Sie sagen, naja, also diese Beeinträchtigungen, die wir haben, sind gesundheitliche Beeinträchtigungen. Ja, natürlich. Aber es sind ja aber auch Beeinträchtigungen, die natürlich dazu beitragen, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eher eingeschränkt wird. Und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die sehe ich in der Finanzverantwortung dann eher bei der gesamten Gesellschaft als nur bei denjenigen, die in die gesetzliche Krankenkasse einbezahlen. Das ist eine Sichtweise, Da stimme die ich muss Ihnen man. Also total. man kann die eine Sichtweise vertreten, man kann die andere Sichtweise vertreten. Ich habe da auch Verständnis dafür, Ich weil wäre ich da. sofort auf Ihrer Seite, muss ich Ihnen sagen, Ja. wenn man sagt, alle Assistenzhunde kommen dahin. Aber wenn mich stört einfach dieses in diesem gesetzlichen Katalog der Krankenkassen Klar. steht der Blindenführhund und nichts Ja, anderes. Und das ist verstehe. das, was mich stört. Wenn wir sagen würden, und da sehe ich dann aber auch den DBSV, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in der Pflicht, dann auch mal einen Schritt auf die anderen Beeinträchtigungsarten zuzugehen und zu sagen, gut, wir schieben das in die Eingliederungshilfe, weil für mich muss am Ende immer stehen, alle Assistenzhunde sind in ihrer Art und Funktion erstmal eins. Sie sind gleich. Sie sind alles Assistenzhunde. Wenn ich, ja, im Gesetz steht auch, ich muss mich nicht erklären, warum ich den Assistenzhund habe. Ja, letztendlich gibt es aber schon wieder diese Unterscheidung, ja, und der Blindenführhund, der muss ein weißes Geschirr tragen und der Assistenzhund, wir haben hier Assistenzhunde, die laufen manchmal in Pink rum. Da fehlt mir die Einheitlichkeit. Also ich bin sofort bei Ihnen, wenn man sagt, das muss die gesamte Gesellschaft zahlen.
weil ich das auch so sehe, dass vor allem in den gesetzlichen Krankenkassen auch viele Leute ja sind, die jetzt eher in den unteren, mittleren Einkommensschichten sind, aber natürlich auch in den oberen. Und dass es gerade auch die Leute, die da oben sind, mittragen müssten. Da bin ich total bei Ihnen. Was mich stört, ist diese Differenzierung, dass immer noch der Ja. Blindenführhund und Assistenzhund, dass da diese Differenzierung ist, das ist das, was für mich nicht übereinkommt mit dem Gesetz. Also wir steigen mit dem Thema natürlich jetzt auch sehr tief, sage ich mal, dann in so Gesetzgebungsverfahren rein und wie dann eben auch gewisse Ministerien zu einem Thema stehen. Und es ist nicht selten so, dass, das muss ich jetzt ehrlicherweise auch mal dazu sagen, dass natürlich auch oft, sage ich mal, der Bereich Arbeit und Soziales, also das Ministerium, versucht dann eben bestimmte Kosten auf den Bereich Gesundheit zu übertragen oder abzuwälzen oder zumindest festzuschreiben, dass die es bezahlen sollen, weil man da bestimmte Argumente für hat. Das kann eine Historie sein, wie Sie gerade gesagt haben, der Assistent, der Blindenführhund ist ein solcher Fall, weil der da drin ist, sollen anderen jetzt auch in den Gesundheitsbereich rein. Und ich sage ganz ehrlich, da macht es sich auch oft das Ministerium für Arbeit und Soziales etwas leicht an der Stelle. Und könnte da in meinen Augen auch etwas entgegenkommender sein, weil man sicherlich beide Sichtweisen vertreten kann. Einmal den gesundheitlichen Bereich, einmal den den gesellschaftlichen Teilhabebereich. Für mich ist dann immer die entscheidende Frage, und so war es eben auch bei dem großen Thema Assistenz im Krankenhaus. War genau so ein Thema. Man war sich einig, dass da was passieren muss, was man machen muss, aber die Frage war, wer bezahlt es? Und da hatten wir auch eine solche Gemengelage. Und ich finde immer, dass man es sich in meinen Augen immer zu einfach macht, wenn man dann sagt, naja, das bezahlt eben die Gruppe der gesetzlich Krankenversicherten und nicht die Gruppe der gesamten Steuerzahler. Das ist eben mein Petitum. Ob man jetzt dann die Assistenzhunde dann aus dem Gesundheitsbereich, die Blindenführhunde aus dem Gesundheitsbereich rausholt und in den ANS-Bereich einsetzt, da Was bin ich sollte jetzt denn auch der nicht total, Unterschied dann sein? ne? Also da Da fehlt wäre mir ich da die auch total. Unterscheidbarkeit. Was meinen Sie jetzt mit, dass die Warum der Unterscheidung? Blindenführhund im gesetzlichen, also bei den Krankenkassen Ja. bleiben solle und die anderen nicht, wissen Sie? Also da fehlt das. Verstehe ich. Deswegen sagte ich ja auch gerade, wäre ich da offen dafür, das dann eben auch entsprechend zu ändern, damit es einheitlich wäre. Ja. Nur ich, wie gesagt, also meine Auffassung wäre es jedenfalls, wenn ich überlege, wer bezahlt es, und das schaue ich mir dann eben an, dann sage ich, naja, also das sollten dann eben für den hohen gesellschaftlichen Wert der Teilhabe von behinderten Menschen an unserem gesellschaftlichen Leben, müssen es eben in meinen Augen alle bezahlen. So, ja, da ist man dann. Da müssen sich jetzt letztlich dann eben die Gesundheitsleute mit den Leuten von Arbeit und Soziales natürlich dann, ich bin aus dem Bereich Arbeit und Soziales und nicht im Gesundheitsausschuss, muss man sich da eigentlich einig werden. Ja. Und das ist dann die entscheidende Frage und ist jetzt recht kompliziert hergeleitet und habe auch viele Worte dafür gebraucht, aber das ist dann eigentlich der Knackpunkt, in dem dann letztlich auch so eine Finanzierung gescheitert ist. Und in dem Koalitionsvertrag der Ampel ist ja die Thematik der Assistenzhunde auch enthalten, sodass wir jetzt in dieser Legislaturperiode auch einen erneuten Anlauf nehmen können, da eine entsprechende Regelung hinzubekommen, weil grundsätzlich, und da bin ich mit Ihnen absolut einer Meinung, Ja. die Hunde sind natürlich so teuer, also die kann man sich schon schwer leisten, muss man sagen. Und der Mehrwert, den man tatsächlich hat. Und ich glaube, da ich ja jetzt auch eine Epileptikerin kenne hier aus meinem Wahlkreis, die einen Jetzt kennen Assistenten. Sie zwei. Jetzt kenne ich zwei, genau. Also deswegen denke ich, dass ich die Geschichten projizieren kann, die ich hier bei mir zumindest erzählt bekommen habe. Da weiß ich schon sehr,
was das für ein Mehrwert an Lebensqualität ist, die man letztlich dadurch hat. Ne? Ja. Eins würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Ja. Es ist ein Mehrwert für uns Assistenzhundehalterinnen. Und ich muss sagen, es ist ein Riesenmehrwert auch für die Gesellschaft. Es ist auch Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe gehört für mich zusammen. Mein Assistenzhund, mein Oldi, wohnt jetzt bei meinen Eltern und geht in ein Seniorenheim und bespaßt dort demenzerkrankte Menschen. Davor habe ich mit ihr ehrenamtlich als Lesehund bei der Stadtbücherei gearbeitet. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Leute dann ja was nehmen können, sondern die Hunde, die haben eine richtig gute Ausbildung und können auch der Gesellschaft sehr viel zurückgeben. Das vielleicht auch immer noch mal mit ins Gespräch zu bringen, fände ich wichtig. Dass es nicht so ist, dass die Assistenzhunde nur was kosten. Gerade beim Autismus sind Assistenzhunde eine gute Ergänzung. Das kann man nicht vergleichen mit den Leistungen von Eingliedern, also von Assistenzkräften, von menschlichen. Aber es ist eine sehr gute Ergänzung, gerade im schulischen und universitären Bereich oder in der Ausbildung. Für die Leute. Das heißt, es ist letztendlich auch ein Ersparnis für den Steuerzahlenden wieder. Und das so ein bisschen mit in der Debatte im Kopf zu haben, das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Vielen Dank dafür. Ich teile das eins zu eins. Das haben Sie, muss ich sagen, sehr gut zusammengefasst und werde das auf jeden Fall für meine weitere Arbeit immer gerne wieder als Beispiel nennen, so wie Sie es gerade aufgeführt haben. Und jetzt habe ich eben auch ein weiteres Beispiel, das ich immer mit in die politische Diskussion einbringen kann. Weil das muss man auch ganz ehrlich sagen. Für Politiker sind eben Beispiele ganz wichtig. Ja. Und da können Sie auch dran beitragen, dass möglichst viele Politiker eben diese Beispiele auch kennen. Ja. Was wir zwei ganz konkret machen können, ist den Kreis Heinsberg natürlich assistenz- und freundlich zu erklären. Können wir gerne im Kontakt bleiben und da dann dafür sorgen, dass auch der Kreis sich beteiligt, wenn ich immer Das für zu haben. können wir sehr, sehr gerne machen und ich weiß auch schon spontan, welche Mitstreiter wir da in dieser Vor Runde haben. Ort haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Okay. Fall. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und die Eindrücke, die auch ich mitnehmen kann. Gerade in dem Bereich der Finanzierung habe ich auch wieder viel mitnehmen können. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Anfrage, immer wieder gerne und ich wünsche Ihnen persönlich auch alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Dankeschön. So, ich stoppe jetzt mal die Aufnahme. Ich habe gerade Ja. mal eine Pause dazwischen gemacht. Beenden muss ich jetzt eine Aufzeichnung. Starten. Ich muss gerade lesen, was da steht. Die Aufnahme. Nee, wir gehen auf Beenden.